Willkommen zurück zu Magic the Gathering und damit auch zurück zu Dusk Morn. Wir machen weiter mit dem nächsten Commander-Deck, was da heißt Blutzoll. Ist ja ein schwarz-grünes Deck. Ja. Fülle deinen Friedhof, Monster wiederbeleben. Ja. Und das hier ist der Commander Winter, den kennen wir schon aus dem Set. Ist aber eine andere Karte. Tue, was nötig ist, um zu überleben. Bring Winter ins Spiel und schicke deine kalten, toten Karten auf den Friedhof, um die Legium-Fähigkeiten zu aktivieren. Bring deine Schwergewichte aus dem Jenseits zurück und sichere dir damit den Sieg. Das heißt, er arbeitet wohl ganz viel mit Revives. Winter ist ein männlicher Überlebender, der auf Duskmorn geboren wurde und sein ganzes Leben lang darum gekämpft hat, den Horst einen Schritt voraus zu sein. Das könnte seine düstere Stimmung erklären. Arc Enemy, aber jetzt den Kanon, ist eine Casual-Multiplayer-Variante von Commander. Er tritt einen Spieler als R2 gegen ein Team von 3 Widersachern an. Der R2 Arc Enemy zieht aus einem zusätzlichen Deck. Okay. 100 Karten-Deck mit 10 neuen Karten, 10 Arc Enemy-Karten, 10 doppelsägige Spielzeugkarten, eine Deckbox und halt Beilagen. Genau. Die Seiten sehr unspektakulär, steht auch nirgends was Verborgenes oder so. Und eine Probepackung ist auch wieder dabei. Ja. Ich würde sagen, damit. Das ist halt immer sehr gut verklebt. Davon. Gewaltmutet. So. Bob. Es klemmt. Da kommt's. Ja, da merkt man schon, da haben sie schon stark hier einfach alles reingehauen. Was geht. Ich finde sie ein bisschen eng kippen dürfen. Ups. Okay, nichts passiert, alles gut. So, jetzt mal das Deck raus. So. So, da sind wieder hier ein paar von diesen Türen. Hier ist er nochmal als groß in Pappe. Und hier sind auch Tokens. So, soviel zu dem Zubehör jetzt. Auch das ist hier das Teller-Ding. So, das kann man erstmal. Ja, das Artwork. Hast du es bei der anderen eigentlich mit reingetan? Ja. Das war ich, oder? Ja, weil das die Anleitung zur Vertrauen. So, jo. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Pro-Packung auf, das ist dieses komische Ding, was da dabei ist. Dann schauen wir doch mal, was in der Probepackung sich befindet. Max, kannst du da die Arsch-Enemy-Karten diesmal anzeigen? Das haben wir quasi gewechselt. Arsch-Enemy? Arsch-Enemy. Erstmal Marketing. Auch kein Mensch. Nice. Unaufhaltsamer Schlitzer mit diesem, ich nenne es mal, Fernsehrahmen. Und Norin Flinken, der Überlebenskünstler, ist die Vorher. So, das ist die Probepackung. Die kommt schon zu den normalen Karten. Werde dein Helden. Plan dir ohne Durchspannen. Meine Ranken reichen tief. Sieht aus wie Baldur's Gate. Ich nehme nur noch, weil es mir passt. Oh ja, schon geile Artworks. Niemand widersteht meinem Willen. Alter, wie lange wir alle noch ranzoomen? Euer Fehler ist manchmal. Arc Enemy halt. So. Jo, das ist übrigens die Rückseite. So, dann habe ich hier zusammengebastelt. Das ist ja krass, Alter. Tobi hat eine Box zusammengebastelt. So, okay, jetzt Deck, ne? Ja. Da ist der Deck.
Na, ich finde es ja gut, dass es diese Streifen hier an diesen Dingen gibt. Aber wenn man die Streifen 10 Jahre lang sucht, weil die nirgends erkennbar, sichtbar auftauchen, dann sind diese Streifen auch nichts. Da schon. Ich habe ihn. So. So will ich das haben. Danke. So, dann mal los. Mit dem Winter. Wir uns auch nur immer in Foil, die Kommande. Ne? Als Sortenkommande ist Reißmaul, knarzendes Nest dabei. So viel zu den beiden Foils. Jetzt haben wir hier wieder ein Magic-Ding, kennst du, und jetzt machen wir um. Jetzt kommen erstmal wieder die Tokens. Und der gleiche Aufbau, also die Insekten, scheinbar. Irgendwas mehr doppelt. Sei noch kurz gesagt. Schlammwesen auf der einen Seite. Noch nicht. Baum hier, nochmal Insekten. Ja, wie gesagt, grün. Grün und schwarz. Das heißt, es werden jetzt gleich noch schwarze Spielsteine kommen. Man kennt's. Jawohl, da sind sie. Dämonen. So, jetzt kommen jetzt mal die neuen Karten, glaube ich. Flut des Verdammens. Dämonenzirkel, auch sehr cooles Artwork. Von L.A. Draws. Sturz in die Grube. Dann haben wir hier verseuchte Zisterne und düsteres Verlies. Dämoniere Ausgeburt. Formlose Schöpfung. Bärenwesen-Monstrum. Boah, die Artworks sind jetzt nämlich gut. Umwandlung zu Schleim. Modergrab-Monstruität. Ausmerzungsritual. Friedhof-Fuscherei. Todbringender Mescher-Koloss. Oh, wir haben einen Planeswalker. Nixilis. Ob Nixilis, der wieder erflammte. Professorin Onyx. Eine weitere Planeswalkerin. Onyx. Ja. Peitsche des Erebos. Arachnogenese. Giftpilzzüchter. Schließe ich alle vor, ich gehe durch. Und ist ein Kornel. Oh. Legendäre Kreatur. Spinne, Mythic Rare. Iskana, die Grabenwitwe. Alles Backman-Karten. Oh, Veren kennt man aber. Als Planeswalkerin. Sehr viele Planeswalker fällt mir gerade drauf. Der ist der nächste. Christ, die Flut des Hungers. Auch coole Karte. Mal kurz ein bisschen. So, alter Knochenspreiz. Tempel des Siegturms. Länder, da sind sie. Na, viele davon noch doppelt, die kennen wir natürlich schon aus dem Set, ist klar. Aber so ist es halt, ein Deck hat halt nicht nur neue Karten, sondern halt nur 10 neue. Der Sonnenring muss immer dabei sein. Verdächtiges Bücherregal. Asmade, jetzt kommen hier die Touren durchgemischt. Ein paar grüne Karten. Heimtänzerin, Fesselung der alten Götter. Kenne ich, glaube ich. Könnte aus Ding sein. Ja, aus Kaltheim. Noch eine Spinne. Sehr viele Spinnen in dem Set. In dem Deck. Allgemein sehr viele Insekten. Bei Spielen keine Insekten sind. Aschenübnis. So. Jetzt nehmen wir hier noch ein paar Länder. Zum Abschluss. Tempel der falschen Göttin. Stilles Dickicht. Und Standardländer, Sümpfe und Wälder. Jo, das war so viel zu diesem Deck. Blutzoll. Und leider, ich würde sagen, das war diese Kommande, das ist Kommande-Deck. Wir haben jetzt noch 2 weitere vor uns. Und hier ist wieder richtig chaotisch. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.